Hallöchen und Fink und willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Minecraft Titan. Nein. Hä? Nein. Die Minecraft, Gefährten. Die Gefährten zusammen mit Basti. Ich hasse dich, du Penner! Oh, shit. Oh, Mann, das ist ein Insider. Das ist ein Insider. So. Oh, hier ist ein Baby-Dragon. Was? Okay, der Early, der hat gesagt, er möchte mich heute in eine Dimension entführen. Genau, wie sieht das aus? Da bin ich jetzt mal echt gespannt drauf, was der mit mir anstellen will. Ich hab einen Trick, ne? Was? Ich kann... Was? Ich kann hingehen unterwegs, ich kann unendlich lange farmen. Hä? Mein Inventar wird niemals voll. Warum nicht? Hast du irgendwie mit dem ME-System verbunden? Ja. Ich habe meine Backpack mit dem ME-System verbunden, das heißt, ich pack die Sachen einfach in meine Tasche und die landen automatisch zu Hause mit dem ME-System. Was? Das geil. Geht? Ja. Krass. Jemand an mir zu Hause? Ich bin bei dir zu Hause. Stehst du vor dem ME-System? Ja. Ich bin 2000 Blöcke von dir entfernt. Warte. Ja. Lol, jetzt hat die Kiste Unterm ME-System steht die Kiste. Mach die mal auf. Ah, nice. Ja. Warte. Ich kann sie nicht auswählen. Da ist der Vakuum-Hooper im Weg. Nee, nicht die. Die da rechts vom Vakuum-Hopper ist die. Ich weiß. Ah, jetzt hab unterm ich sie, ja. Hast du offen? Ja. Warte, ich werde gerade attackiert. Nice. Wie geil ist das denn? Das ist so cool. Und das wird automatisch alles in meinem E gesogen. Ja, aber du brauchst bald wieder so ein paar Festplatten. Ich glaube, ich habe bei mir noch ein paar rumfahren. Ja, ich hab genug Platz gerade. Nice. Das sind auch aus Versehen mal von mir Kerzen drin gelandet. Dann hol die auch. Weil ich habe die in meine Ender Chest gemacht und die Ender Chest ist mit deiner irgendwie verbunden gewesen wegen den Keys oben. Ach, das ist public. Dran. Ja. Ich dachte, das wäre nur auf mich gebunden. Nee, du musst oben den Code ändern von der Truhe. Wie mache ich das? Na, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mit der Tasche auf die Kiste klicken kann. Ja, und wann bist du hier? Ich komme jetzt. Wann gehen wir in die Dimension? Wann? Jetzt du hast mir versprochen, wir gehen in eine Dimension. Ja, machen wir jetzt. Hast du schon Arsmarkiker gemacht oder ist das Balui? Nee, was kann ich mit dem... Das ist Balui. Was kann ich mit dem... das ist diese Pearl. Diese Perle, wie heißt die nochmal? Hä? Diese was große für eine Perle. Was für eine Perle? Eine Perle. Eine Perle, was? Ja, eine was Perle macht halt. Die? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Moment, warte. Die ist von Arsmagica. Infinity Orb? Ja. Achso, das brauchst du nur, wenn du Arsmagica machst, dann kriegst du halt Level zum Skillen der Zauber. Also. Ja. Wie viele hast du davon? Ein paar. Guck mal nach. Zwei Stück hast du davon. Kann ich die haben? Nein, die brauchen wir noch. Fuck! Early, ich warte auf dich. Oh. Bin zu Hause. Early. Ich kann mich gerade nach Hause teleportieren! Und werde jetzt einfach wieder eine komplette Folge dahin laufen müssen. Oh Mann, Early. Boah, hätte ich da gekotzt, ne? Du bist so einer. So. Au. Ich weiß, ich bin ein Held. Au. So. Wie heißt diese Dimension? Das kommt da hin. Das ist die Millennium irgendwas. Millennium irgendwas. Okay, da bin ich ja mal. Hä? Ist das so blauer Stein? Nein, warte. Zeig ich dir. Warte mal, ich muss noch ein paar Requests annehmen. So. Mensch, 150.000 Cobblestone haben wir jetzt. So. Ah, stimmt, ich muss noch ein paar Reward Bags. Kannst du alle mir überlassen? Nö, meins. Nein. So, ja. Ja, jetzt mach mal hier. Achso. Wegen was wir da sind. Portal to the last millennium. Oh, Moment. Eine Sache, glaube ich, brauche ich noch. Ne? Und. Aha. Folgen Sie mir. Warte gleich. Findet ihr da was? A Portal to the last. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt.
Oh, da bin ich. Oh, was? Hallo! Was? Hallo! Das ist meiner? Hallo! Hallo, ja, das ist deiner. Hallo! Na? Ist das deiner? Ja! Der ist süß. Der ist putzig. Guck mal, was ich habe. Wie guck kann mal, ich ihn denn mal. Mir folgen lassen? Du musst ihn erst zähmen mit rohem Fisch. Ja, hab ich. This Dragon dann, doesn't follow your comments. Da, ja, er muss ausgewachsen sein. Er muss ein Etiol sein. Oh. Da steht die Sekundenzahl. Das ist ja langweilig. Guck mal, was ich hab. Guck mal. Aua! Ah, jetzt bist du in die Axt reingelaufen. Coole Ding. Wo stellen wir das Portal denn hin? Ich würde sagen, hier vorne, oder? Ja. Okay, stell es einfach hast mal. Hast du minimal an. Angst, ne? Ui. Also, ich stell's ja, extra mal weg von gespannt. Mir zu Hause. Falls da, ne? Ich bin jetzt gespannt, was du da. Extra Utility. Hast du. Was, du willst rein? Macht das was? Also, die rechte Maus hast du drauf. Rechte. Oh! Bist du drin? Warte, irgendwas passiert. Wow, ich bin drin. Ist gefährlich? Oh, nein! Oh nein! Oh nein! Hilfe! Early! Komm hier nicht rein! Das war Spaß. Hier ist gar nichts. Jetzt bin ich extra reingekommen. Hier ist einfach nichts. Early, das ist das Nichts. Oh! Hä? Hallo? Was macht ihr da? Karten den Miner. Was ist das hier für eine Dimension? Kann man hier Blöcke setzen? Habe ich Blöcke dabei? Hä? Okay, darunter ist Bedrock. Hier ist einfach Bedrock? Nichts, Early. Wo ist Bedrock? Unter der Insel. In dieser Dimension ist einfach nichts, Early. Ist doch cool. Ja, was macht man hier? Ich hab keine Ahnung. Hä? Vielleicht wo kann man sich das Portal her? Gebaut. Vielleicht kann man sich hier irgendwie einen. Was herrichten oder so. So eine Art Lager oder so könnte man sich hier vielleicht. Vielleicht könnte man hier ja Bed Wars spielen. Ja, genau. Ja. Ist echt so. Hey, was ist das hier? Burn Quartz. Wollen wir mal testen, was passiert, wenn man da runterfällt? Also known as the end of time. This is a dimension where there is nothing. Eine Plattform, eine Straßenlampe und ein... And the last villager. So, pass mal auf. Ich mach mal alles... aus meinem Inventar in eine Basti, Kiste. Basti, du stirbst einfach nur. Sicher? Ja. Wir testen das jetzt. Nee, ist einfach nur, wenn man in der Void-Dimension bauen will. Dass man sich hier zum Beispiel... Du machst hier zu Hause, erstellt... Warum möchte man das? Denn? Warum möchte man in so eine Dimension? Weil du hier dir zum Beispiel ein Lager bauen kannst, als Beispiel. Wenn du zu Hause keinen Platz hast, stellst du dir das Ding hier einfach in den Keller, klickst auf den Block und schon bist du in deinem Lager. Das ist doch cool. Hallo, da spawnen Mobs, man kann eine Monsterfalle bauen. Das habe ich auch gerade gesehen. Ah. Pass auf, diese ganzen Grabsteine. Wenn du stirbst, hast du ja so einen Grabstein, gell? Ja. Den kannst du aufstellen, das sind Monster-Spawner. Wir könnten eine Monsterfalle hier drin bauen. Ist cool, ich bin zu Hause. Was? Mensch, geiles letztes Millennium. Ja. Hat sich ja echt gelohnt. Coole Ding. Ich find's nice. Geh mal wieder raus. Ist wieder schon nicht mehr brauchbar. So. Warum? Hä? Darum! Weil ich nicht in unserem Keller gelandet bin. Egal, ich geh nochmal Sachen schnurren bei den Leuten. Komm, lass mal den König töten. Okay. Weißt du was? Ich hab dir das noch gar nicht erzählt. Aber der extrem verzockte hat den Enderdrachen schon mal getötet. Ja, ohne kannst uns. Ja respawnen. Ja, wenn er den respawnt, trotzdem. Ist mir das egal. Das ist scheiße. Ich will, dass er den wieder respawnt. Ich wollte, dass wir den zusammen töten. Ja. Aber nein, der hat ihn einfach getötet. Guck mal, hast du schon den Eingang zur Herr der Ringe-Dimension gesehen? Ja, habe ich schon, war ja auch schon drin. Was? Echt? In der Dimension nicht, aber ich würde echt. Wann? Basti, was weißt du denn jetzt? Ne? Ist das schon irgendwas offiziell, was mit der Herr der Ringe-Dimension passiert? Nee, ist noch gar nichts offiziell, aber. Dann müssen wir uns darüber mal unterhalten bald. Ich wollte nur nicht, dass diese Dimension gleich von Anfang an, also dass da einer reingeht und sich alles schnort. Weißt du, wie ich meine?
Ja, nee, das ist klar. Wir könnten ja mal zusammen einfach nur zum Spawn gehen und gucken, wie es in der Dimension aussieht, ha? Was hältst du davon? Das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge? Ja, okay. Das wird in der nächsten Folge machen. Da gucken wir ganz kurz rein. Ich gehe mal jetzt zum König, da gibt's ja neue Sachen immer wieder. Kriegst du ja so einen Enhanced Charm. Ja, echt? Kriegst du einen Charm auf Dislocation. Und im Magierturm kriegst du jedes Mal neue random Sachen von Asmagica und Co. Und Witchery. Oh, dann muss ich da mal vorbeigucken. Schau, da kannst du, glaube ich, alle 2 Stunden vorbeischauen und kriegst du immer was bekommen. Deswegen habe ich meinen Port auch da. Jetzt weiß ich, was du die ganze Zeit treibst. So, ui. Oh, da ist wieder der Gitarrenspieler. So. Ich setze mal eben Port hier bei. So. Hui. Portal. Ah ne, hier ist der König. Ich will aber zur Magiergilde. So. Hui. Aua. Hui. Hast du eigentlich schon die 2. Stadt entdeckt? Nee. Da gibt's ein Portal ins Deep Dark. Oh, das ist cool. Ich bin aber gerade dabei, ein Portal zu basteln für Steve Dark. Da gibt's schon ein vorgefertigtes. Das heißt, du brauchst keins basteln. Nee, ich bastle eins, das stell bei uns hier in die Stadt rein. Hui! Wow. So. Was geben die mir? Lol, irgendwas habe ich jetzt gekriegt. Einen Moonstone. Hä, was kann ich damit machen? Moonstone Block. Moonstone und kannst du damit. Keine Ahnung. Ja, vielleicht. Wer weiß. Mhm. Ah. Boah, Leute, jetzt gerade, wo ich die Folge aufnehme, ich bin eigentlich schon tierisch nervös, weil es ist nur noch 4 Stunden hin, bis Black Ops verfügbar ist. Black Ops 3. Was? Echt? Ich bin so overhyped. Deswegen bist du nervös? Ja, ich will's unbedingt spielen. Wegen so einem Scheiß? Portal. Wie kann man da nur so nervös sein? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es echt nicht. Was ist daran so toll? Weil dieses Spiel geil ist. Ab morgen wird mein Kanal hauptsächlich auf dieses Spiel basieren. Ab morgen kommt jeden Tag bei mir Singleplayer, Multiplayer und Zombie-Modus. Ich liebe den Zombie-Modus. Und was geht's denn da? Zombies klatschen. Kennst du den COD-Zombie-Modus nicht? Nö. Den guckst du ab morgen mal bei mir rein. Guck da mal rein. Das macht einfach super viel Spaß. Ich habe COD noch nie gespielt. Den Zombie-Modus, der macht einfach unnormal viel Spaß. Ich habe da früher im Alpen, Black Ops 1 habe ich da über 800 Stunden drin verbracht. Mana Steel, Mondine Power Crystal. Du kriegst diese Aura-Pumpen, kriegst du hier jedes Mal. Und auch dieses komische Zapping. Ich habe Kissen hab ich schon gelootet. Ich pack da einfach gerade meinen Crap rein. Flux Infused Pickaxe, ja. Cool. Wenn du was brauchst, darfst du es nehmen. Hab ich noch ein Reward Bag? Ne, warte mal, aber ich hab da noch was frei, oder? Ich hab noch voll viel, wo ich auspacken kann. Oh, 16 Enderperlen, das ist gut. Scoop hast du weggepackt. Und was? Scoop hast du weggepackt für die Bienen. Warte mal. Was 16 Obsidian? Warum hab ich das alles? 16 Obsidian könnte ich in Titan gerade gebrauchen. Er schmeißt Kobalt-Swordblade weg. Juckt ihn wie, du alle, wie du dir alles gammelst. Ja, natürlich. Ich habe ein großes ME-System. Doch, das nicht. Rein. Man kann nie genug haben. So, wo war das hier? Oh, da ist die Pumpe, die ich brauche. Hast du eine Projectile-Aura-Pumpe? Keine Ahnung, wie man die herstellt. Nee, habe ich nicht. Die brauche ich nämlich noch mal. So, ich werf gerade alles weg, was ich nicht brauche. So. Ein Import-Bus, Export-Bus, viel wichtige Sachen fürs ME-System. Weg, dauert nicht. Er will halt kein ME-System haben, danke. Ja, ich weiß nicht, wie ich mir sowas baue. Das ist easy. Oh, ich hab jetzt. Oh, ich hab gerade alle Werkzeuge von Thaumcraft bekommen. Danke. Nö, die behalte ich. Du hast ein volles Inventar, das weißt du. Hä? Du hast ein volles Inventar. Ja und? Du hast mir gerade die Pickaxe geschenkt. Nein, die gibst du mir. Du kannst das Holz haben. Die ist in meinem ME-System bereits. Kannst du jetzt zu Hause machen. Oh, Early, Mensch. So, diese scheiß Boots, ne? Oh, ich kann mir gerade einen ME-Drive. Brauchst du das? Immer. ME-Drive brauche ich unendlich viele.
Okay, warte mal. Ja, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Bekommst das und bekommst das. So. Ach, das Drive, oh. Ja. Kann man auch. Ich brauche die Storages. Ich brauche die Storage-Dinger. Nee, nee, du hast zu mir gesagt, hast du einen Port hierher? So, ich flieg nach Hause. Setz dir mal einen Port hier, dass du hier wieder her kannst. Ah, zu spät. Ja, mach das, wir wollen doch jetzt nächste Folge in die Dimension. Ach so, das stimmt. Ja, komm, gut, ich komm nee, zu Hause dann, und bring dir die Pickaxe wieder. So, nee, lass, ich hole sie mir dann selber irgendwann. So. Ich will nur kurz mein Inventar leeren. Dann gehen wir aber nur kurz rein, wir machen keine Quests. Ja, ja, nur gucken. Nein, nur gucken. Okay. Will nur gucken. Nur gucken, weil nicht anfassen. Ich will den anderen das nicht wegnehmen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das wäre ja gemein. Wenn wir die ganze Zeit sagen, nö, wir warten. Und dann gehen wir da YOLO rein. Ja, ja. Oder lass machen, keine Rücksicht auf Verluste, komm. YOLO. Max hat ohne uns den Enderdrachen getötet, also können wir in die Dimension. Ja, oder? Gucken, nicht anfassen. Ja, ja, nur gucken. Okay, das war's dann von mir mit dieser Folge. Ja. Bis zum nächsten Mal, schaut beim Early Boy vorbei. Hallo. Und in der nächsten Folge wieder, ja. Gehen wir in die Herr-der-Ringe-Dimension. Tschüss. Hulu.